Good morning, my sisters and brothers, and those who are watching us. Guten Morgen, Geschwister, und auch an die, die uns zuschauen. We thank God to be here today once more. Wir danken Gott, dass wir wieder hier sind. To bring the word of God. Um das Wort Gottes zu bringen. Let us pray. Lasst uns beten. Father, we thank you, Lord, for a day like this. Almighty God, we thank you for a new month in our life. And we pray, God Almighty, for a life changes. We surrender our body, soul, and spirit unto you, that, Father, make a new things in our life. Change situation and condition. Empower us and strengthen us. Guide us and direct us. Protect us, O Lord Almighty, that you may glorify in your holy name. May the month be a successful month, a peaceful month, a joyful month, Lord Almighty, full with your glory. Father, we thank you. Your words are going to be heard. I pray, God, may your power reign. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Today's topic, das heutige Thema, is unpardonable sin. Ist die unvergebbare Sünde. A sin that we cannot pardon for it. Eine Sünde, die uns nicht vergeben werden kann. It says we hear and know that Jesus Christ died and redeemed us from our sin. Wir wissen und wir hören, dass Jesus gestorben ist für unsere Sünde, um uns zu erlösen. But there is one thing we should know. Aber eine Sache sollten wir bedenken. The Lord Jesus Christ did not redeem us from the sin against the Holy Spirit. Der Herr Jesus hat uns nicht erlöst von der Sünde gegen den Heiligen Geist. Jesus redeemed us from all sin, but not the sin against the Holy Spirit. Jesus hat uns von allen Sünden erlöst, nur von der Sünde gegen den Heiligen Geist hat er uns nicht erlöst. He said the works and words of Christ were spoken and performed by the power of the Holy Spirit. Die Worte, die Jesus gesprochen hat und die Werke, die er getan hat, hat er in der Kraft des Heiligen Geistes ausgeführt. Our salvation is sealed with the Holy Spirit. Und unser Heil, unsere Rettung ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. The Holy Spirit is like our engagement ring. Und der Heilige Geist ist wie ein Verlobungsring. So anyone who blasphemed or spoke negatively, und jeder, der in irgendeiner negativen Weise oder in einer lästerlichen Weise spricht, against the Holy Spirit, gegen den Heiligen Geist, that person places him or herself, diese Person setzt sich selbst outside the redeeming grace of God, außerhalb von Gottes erlösender Gnade. Praise the Almighty God. Halleluja. He said, even if you call yourself a Christian, selbst wenn du dich einen Christ nennst, and you blaspheme against the Holy Spirit, und du lästerst gegen den Heiligen Geist, you spoke negative against the Holy Spirit, du sprichst negativ gegen den Heiligen Geist, you have placed yourself outside the redeeming grace of the Lord. Wenn dem so ist, dann hast du dich selbst außerhalb der erlösenden und befreienden Gnade Gottes gesetzt. And this is a very crucial thing. Und das ist eine ganz gefährliche Sache. So we should be sensitive to the Holy Spirit. Und deswegen sollten wir empfindsam sein für das Wirken des Heiligen Geistes. It said the Lord Jesus make it clear to everybody. Und der Herr Jesus Christus hat es jedem klar gemacht. In Matthew 12. In Matthäus 12, 31, 32. In Verse 31 und 32. Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men. Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him. But whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, either in this age or in the age to come. Amen. Amen. Matthäus 12, die Verse 31 und 32. Deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden.
Und wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wenn aber jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden. Weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Amen. Amen. All is because of our stubborn and refusal. Alles geht wegen unserer Sturheit. To heed to the Holy Spirit's conviction. Die Sturheit, uns von dem Heiligen Geist überführen zu lassen. And accept the forgiveness that Christ offers. Und auch die Vergebung, die Jesus Christus anbietet, anzunehmen. It's because we are so stubborn. Weil wir so stur sind. We refuse to heed to the Holy Spirit. Wir stellen uns gegen die Überführung des Heiligen Geistes. The conviction of the Holy Spirit to accept the forgiveness that Christ has offered us. Wo der Heilige Geist uns überführen möchte, zu erkennen die Vergebung, die Jesus Christus für unsere Sünden angeboten hat. Jesus has proof. He has offered us all the proof that could be expected. Jesus hat uns alle Beweise dargelegt, die wir erwarten können. The ministry of John, die Dienste oder den Dienst von Johannes. The testimony of the Father, das Zeugnis des Vaters. The prophecies of the Old Testament, die Prophetien des Alten Testaments. His own testimony und sein eigenes Zeugnis. And the substantiation of the Holy Spirit. Und dass der Heilige Geist alles erhalten kann. He said the manifestation of the Holy Spirit. Und die Manifestationen des Heiligen Geistes. Is what we are always refusing. Und diese Manifestation des Heiligen Geistes, die wir immer ablehnen. He said the moment you rejected to accept the manifestation of the Holy Spirit. In dem Moment, wo du die Manifestationen des Heiligen Geistes ablehnst, you are placing yourself in a danger. Da bringst du dich selber in eine Gefahr hinein. Praise the Lord. Hallelujah. And the Holy Spirit, und der Heilige Geist, is a person. Ist eine Person. So we are going to see a story in the Bible. Und wir werden einen Bericht lesen, der in der Bibel berichtet ist. The manifestation of the Holy Spirit. Die Manifestation des Heiligen Geistes. And this story is found in the book of Acts of Apostles. Und diesen Bericht finden wir in der Apostelgeschichte. Acts of Apostles 5. In Apostelgeschichte Kapitel 5. 1 to 11. Die Verse 1 bis 11. But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession, and he kept back part of the proceeds. The proceeds, his wife also being aware of it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? Why it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men, but to God. Then Ananias, hearing these words, fell down and breathed his last. So great fear come upon all those who heard these things. And the young man arose and wrapped him up, carried him out, and buried him. Now it was about 3 hours later when his wife came in, not knowing what had happened. And Peter answered her, tell me whether you sold the land for so much? She said, yes, for so much. Then Peter said to her, how is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? Look, the feet of those who had buried your husband are at the door, and they will carry
you out. Then immediately she fell down at his feet and breathed her last. And the young man came in and found her dead, and carrying her out, buried her by her husband. So great fear came upon all the church and upon all who hear these things. Amen. Amen. Apostelgeschichte 5, Verse 1 bis 11. Ein Mann aber mit Namen Hananias, mit Sapphira, seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach Hananias: Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr: Sag mir, ob ihr für so und so viel das Geld verkauft habt. Sie aber sprach: Ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür, und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot. Und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Praise the Lord. Halleluja. The power of the Holy Spirit. Die Macht des Heiligen Geistes. It said, Luke notes that. Lukas stellt fest, for the early Christians, dass für die frühe Christen, not only being filled with the Holy Spirit, nicht nur erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, to proclaiming the word of God, um Gottes Wort rauszubringen, zu proklamieren, and doing signs and wonders, und auch Zeichen und Wunder zu tun, but also sharing their possessions, sondern auch um deren Besitztümer zu teilen, with those in need, mit denen, die in Not sind. Praise the Lord. Halleluja. They said there was a man called Ananias and Sapphira. Es gab einen Mann, Hananias, und Sapphira, seine Frau. And these are a couples in Christ. Und die waren ein Ehepaar und sie glaubten an Jesus. It said they also work to have the praise like others. Und sie arbeiteten auch, um Anerkennung zu bekommen wie die anderen auch. So one day they also started to sell their land. Und so kam es, dass sie eines Tages auch ihr Land verkauften, and bring the money to the church, um das Geld der Gemeinde zu bringen. It said, but while others were honest, willing to help, während andere aufrichtig sind, um zu helfen, it said, Ananias and Sapphira were just trying to get a name for themselves. So versuchten Hananias und Sapphira nur durch ihren Beitrag sich einen Namen zu machen. They were seeking for self-righteousness. Sie suchten nach Selbstgerechtigkeit. Ananias and Sapphira had a very wicked character. Hananias und Sapphira hatten einen bösen Charakter. Greedy and unwilling character. Einen geizigen Charakter und unwillig. Pretending to give, but not from their heart. Aber vorzugeben, zu geben,
aber nicht mit ganzem Herzen. We call it mouth propaganda. Und sowas nennt man Mundpropaganda. But they didn't know that you can lie to man, but you cannot lie to God. Aber sie wussten nicht, Menschen können mit, belogen werden, aber Gott nicht. All things are naked before the living God. Denn alles ist vor Gott nackt und bloß. The Bible said the word of Peter. Und die Bibel sagt, dass das Wort des Petrus to Ananias. Zu Hananias. He said, Ananias, why have Satan filled your heart to lie? Petrus fragt also Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, um den Heiligen Geist zu belügen? To lie to the Holy Spirit. Um den Heiligen Geist zu belügen. And keep part of the price for und, yourself. Und einen Teil des Preises, des Erlöses, zurückbehalten zu haben. It's a many Christians we do this sin and we think it is normal. Viele Christen tun das Gleiche und wir denken, es ist normal. Praise the Lord. Halleluja. We will be surprised and said, it is their own land. They can do whatever they want with it. Aber wir sind erstaunt, weil wir denken, es ist doch ihr Land und sie können damit tun, wie sie wollen. Yes, it is their land. Ja, es ist ihr Land. But they vow to God. Aber das Gelübde, das sie Gott gegeben haben, is that we are going to sell the land and bring the money to God. Wir werden das Land verkaufen und den Kaufpreis dann, den wir erhalten haben, der Gemeinde zur Verfügung stellen. God is not telling them, go and sell the land, bring the money to me. Gott sagt nicht, verkauf dieses Land und bringt alles Geld mir. It is their own word that they sow in the house of God. Es war ihr eigenes Wort, das sie gesät haben im Haus Gottes. It's a many sow a word in the house of God and think, I just say it and it has no consequences. Viele säen ein Wort im Haus Gottes und denken dabei, aber Konsequenzen, Auswirkungen hat es jetzt nicht groß. I tell you, there is a consequence. Aber es gibt Konsequenzen dessen. Not today, vielleicht nicht gleich heute, vielleicht morgen, aber sie kommen auf jeden Fall. We should keep to our words. Und wir sollen an unserem Wort uns festhalten. Not empty words. Und keine leeren Worte verspreche. Because I want to be like that person. I want to be like this person. Indem wir denken, oh, ich möchte so sein wie diese Person oder oh ja, so wie jene Person. It said Ananias and Sapphira were Christians. They believed also in Jesus Christ. Ananias und Sapphira waren Christen. Sie glaubten an Gott. But however, aber wie auch immer, they had been subjected to the temptation of greed and pride. Sie haben sich doch dieser Versuchung unterworfen von Geiz und Stolz. So if you were a person, a Christian, and pride has overtaken your life, know that the devil is tempting you. Wenn du also ein Christ bist und du erkennst, dass Stolz dein Leben übernommen hat, dann musst du dir im Klaren sein, dass der Satan dich versucht hat. So if you are a Christian and greedy is taking over your life, know that the devil is trapping you. Wenn du ein Christ bist und bist aber geizig, dann musst du erkennen, dass der Feind alles schon in deinem Leben übernommen hat. It's a instead of them to be filled with the Holy Spirit, anstatt mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, they were filled with evil thoughts, waren sie gefüllt mit bösartigen Gedanken, and allowed the Satan to take control over their life. Und sie hatten den Satan erlaubt, die Kontrolle über ihr Leben and zu übernehmen their life und ihr Leben life zu besitzen. It said, the evil one tempted Ananias. Der böse Satan selbst versuchte Ananias and Sapphira with wicked desire. Und auch seine Frau Sapphira mit bösartigen Begierden. So they yielded to lie against the Holy Spirit. Und das erfüllte sie danach, den Heiligen Geist zu belügen. The moment they lie, und in dem Moment, als sie logen, they have placed themselves out of
God-redeeming grace. In dem Moment haben sie sich selber aus Gottes erlösender Gnade hinaus befördert. Is a Christian, the moment you lie, der Christ, der lügt, you have placed yourself outside God-redeeming grace. Dieser Christ hat sich in dem Moment außerhalb von Gottes erlösender Gnade gesetzt. And then you become a child of the devil. Und dann wirst du zu einem Kind Satans. The author of all lies. Alle Lügen. It's a, if we go to the John 8:44, we are not going to read it. John 8:44, the Bible lets us know Vers 44, that the devil is the father of all liars. Lässt uns wissen, dass Satan der Vater aller Lüge ist. So Ananias and Sapphira. Und so hat Ananias und Sapphira, they took upon themselves the moral character. Die haben diesen moralischen Charakter auf sich genommen. Of the one who is behind all lies. Diesen moralischen Charakter dessen, der der Vater aller Lüge ist. The devil in person. Der Satan in Person. Lying to one another is block Christians our prayers. Und ein Grundgebet zu blockieren sind, wenn die Lügen ein übernommen haben. It infected a church and destroyed many things. Und es infiziert auch die Gemeinde und zerstört viele Dinge. It's a rotten yam can spoil the whole store. Eine verfaulte Frucht kann die ganze Vorratshaltung verderben. Lying become a chain and tie to your life. Und so kann die Lüge wie zu einer Kette werden, die dein Leben umkettet. It's become a habit in all what you do. Und dann wird es ganz schnell zu einer Gewohnheit in allem, was man tut. It's a children of God, we should know we are free in Christ. Kinder Gottes, wir sollten wissen, dass wir frei sind in Jesus. It is time for us to choose whom we should worship. Und es ist Zeit jetzt, dass wir erkennen, wen wir anbeten und wen wir verehren wollen. It said now Peter gave the wife of Ananias an opportunity. Und dann gab Petrus der Sapphira Gelegenheit, to tell the truth. Jetzt die Wahrheit herauszubringen. Sapphira will not be disciplined for the sin of the husband. Und Sapphira wurde nicht bestraft für die Sünde ihres Ehemannes. Even though they were married. Obwohl sie verheiratet waren. And were also brothers in Christ. Und sie waren ja auch Bruder und Schwester im Herrn. So normally it is not her duty to suffer the sin of the husband. Und normalerweise wäre es ja auch die Schuld, die Sünde des Mannes zu teilen und dafür bestraft zu werden. We should know Sapphira was responsible for her own personal relationship with God. Aber Sapphira war verantwortlich für ihre eigene Beziehung zu Gott. Oh, but when? Aber dann? It says Sapphira committed the same sin of rebellion. Aber dann hat Sapphira die gleiche Sünde von Rebellion begangen. A lie like the husband. Und zu lügen wie ihr Ehemann. The lie the husband committed. Die gleiche Lüge, die der Ehemann begangen hatte. So she then received. Und dann erhielt sie her own punishment. Ihre eigene Bestrafung. Praise the Lord. Halleluja. If we sin, the same sin of our man or our child or whatever it is. Wenn wir die gleiche Sünde begehen wie unser Ehepartner oder unsere Kinder. It said we are individual in Christ. Wir sind aber ganz individuell vor Jesus Christus. But as she lied, the same like the husband. Aber als sie die gleiche Sünde begangen hatte wie ihr Ehemann. She also received the same punishment. Like the husband. Erlitt sie auch die gleiche Bestrafung wie ihr Ehemann. It was because the two agreed together. Und das aus dem Grund, weil die beiden übereingekommen waren, to test the power of the Holy Spirit. Um die Macht des Heiligen Geistes zu testen. In Amos 3, we are not going to read it.
Amos 3, Vers 3, tell us that can two walk together? Dort steht, können zwei miteinander gehen? Unless they agree. Ohne dass sie miteinander übereingekommen sind. So Ananias and Sapphira agreed to do wicked against the Holy Spirit. Also sind die beiden Ananias und Sapphira übereingekommen, in einem Punkt den Heiligen Geist zu testen. And this is happening in many churches. Und das passiert auch in vielen Gemeinden. You see, the husband do the stupid thing the same like the wife, or the wife the same thing like the husband. Der Mann macht das gleichartige Blödsinn wie die Frau oder umgekehrt. It's like they copy one another. Und sie kopieren einander. I'm thinking that because we are married, so we have to move in that column. Und dann denken sie, weil wir verheiratet sind, müssen wir das ja gemeinsam durchgehen. None of them practice the wisdom. Aber keiner von beiden hat diese Weisheit praktiziert. It's a Peter again. Und wieder ist es Petrus. You have not lied to men. Der ihr sagt, du hast nicht gegen Menschen gelogen oder belogen. But to God. Sondern du hast Gott belogen. The Holy Spirit is in the third, in the Trinity of Godhead. Der Heilige Geist ist die dritte Person in der Dreieinigkeit Gottes. To lie to him. Und ihn zu belügen. The Holy Spirit. Den Heiligen Geist zu belügen. Is to lie to God. Bedeutet, gegen Gott zu lügen. And this blocks the miracles. Und das wiederum blockiert, dass Wunder in unserem Leben geschehen können. We are running from church to church. Wir rennen von Gemeinde zu Gemeinde. Because we are seeking for miracle. Weil wir nach Wunder Ausschau halten. We are the miracle on our own. Aber wir sind wir selber ein Wunder. If we allow the Holy Spirit in us to manifest. Wenn wir dem Heiligen Geist in uns erlauben, sich zu manifestieren, we will see the hand of God upon our dann werden wir auch die Hand Gottes über unserem Leben sehen. Is that Ananias and Sapphira who have keep a part of their possess, or they could have kept it for themselves. Ananias und Sapphira hätten einen Teil ihres Preises, den sie erhalten haben, für sich selbst zurückbehalten können. Their stewardship was between them and God. Pardon? Their stewardship is between them and God. Ihre Stille? A stewardship. Ah, ihre Hausgenossenschaft ist ja zwischen ihnen und Gott. But the problem was that, aber das Problem war, they wanted the other believers. Sie wollten, dass die anderen Gläubigen der Gemeinde also to see, oh, Ananias and Sapphira has also bring something. Dass die anderen Gläubigen sie loben und anerkennen, wow, die haben auch den ganzen, ihr Geld alles gebracht. People, don't be nice. Don't envy jealousy one another. Aber bitte lasst nicht zu, eifersüchtig aufeinander zu sein oder neidisch aufeinander zu sein. We should learn to be truthful to ourselves. Wir müssen lernen, dass wir wahrhaftig zu uns selbst sind. We should learn to be truthful to the living God. Und dass wir auch wahrhaftig Gott gegenüber sind. We should know, as we plan wicked, und wir sollten wissen, wenn wir Böses planen, we will conceive wicked. Dann werden wir auch Boshaftigkeit empfangen. And as time goes on, also schwanger werden damit. Und wenn die Zeit weitergeht, we will give birth to sin. Dann wird geboren und dann wird die Sünde geboren. The sudden death of Ananias, und der plötzliche Tod von Ananias, he breathed his last. Seinen letzten Atemzug, den er getan hatte. The punishment may seem extreme to some people. Diese Bestrafung mag in den Augen mancher als ziemlich extrem zu erscheinen. But however, aber wie auch immer, let us go back to the book of Proverbs. Lasst uns lesen im Proverbs in den Sprüchen 6. In den Sprüchen 6. 19. In Sprüche 6, Vers 19. A false witness who speaks lies. Let me start from 16.
Proverbs 6, 16 to 19. Fangen wir an, doch ab Vers 16. These six things the Lord hates. Yes, seven are an abomination to him. A proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that are swift in running to evil, a false witness who speaks lies, and one who sows discord among brethren. Halleluja. Sechs Dinge sind es, die dem Herrn verhasst sind, und sieben sind seiner Seele ein Gräuel. Stolze Augen, falsche Zunge und Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das heillose Anschläge schmiedet, Füße, die eilig dem Bösen nachlaufen, wer Lügen vorbringt als falscher Zeuge und wer freien Lauf lässt dem Zank zwischen Brüdern. Halleluja. Halleluja. It said, this tells us about how God feels. Und das zeigt uns, wie Gott fühlt. When we lie to him. Wenn wir ihn belügen. Why all this are naked before him. Weil doch alles bloß und nackt vor ihm ist. But it is our habit we lie. Aber es ist schon unsere Gewohnheit zu lügen. It said the early church was simple attack of great spiritual danger. Und die frühe Christenheit war er einer großen geistlichen Gefahr ausgesetzt. But Jesus Christ, our Lord. Aber Jesus, unser Herr. Our Savior. Unser Retter. Our Redeemer. Unser Erlöser. Has promised us that. Hat uns versprochen. The power of hell. Dass die Macht der Hölle will not destroy his church, seine Gemeinde nicht zerstören kann in its infant stage, in seine frühen Anfänge. So God will move with great discipline. Und so bewegt sich Gott mit großer Disziplin, to ensure its purity and survived, um die Reinheit zu garantieren und das Überleben der Gemeinde zu garantieren. So we should hold to the truth of the living God. Und deswegen sollten wir an der Wahrheit zu Gott festhalten. And allow the Holy Spirit in us to manifest in our life. Und dem Heiligen Geist erlauben, in unserem Leben sich zu manifestieren. That it will be well with us. Damit es dann gut ausgeht mit uns. But if we continue to lie. Aber wenn wir weiterhin lügen, we are then in danger. Dann sind wir in Gefahr. Because we are out of God's redeeming grace. Warum? Weil wir aus der erlösenden Gnade herausgetreten sind. Praise our Lord Almighty. Halleluja. Let us pray. Lasst uns beten. Father, we thank you, Lord Almighty. We thank you this moment and give you all the glory. Oh my God, you are more than able. Father, you are more than able. Almighty God, you are more than able. We thank you. We thank you, Lord. Your words has been heard. Jesus, you said, he who have ears, let him hear what the Spirit is speaking to the churches. I pray, God Almighty, to open everybody's understanding, that they will hear your words and handle according to your words. I pray, God, for your manifestation. I pray, God, for life changes. Yeah. I pray, God, that your will be done upon our life. Have your way. Father, we thank you. Say, glory be unto you. Thank you, Lord Almighty. Thank you, Holy Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus' mighty name. Amen. Amen.